Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Mystic Agriculture Tutorial. Heute geht es um die Furnaces in Mystic Agriculture. Diese sind basierend äquivalent zu den Essenzen und Seeds mit den verschiedensten Tierstufen. Das heißt, es gibt einmal Inferium, es gibt einmal Prutentium, es gibt einmal Tertium, einmal Imperium, Supremium und zum Schluss noch Awakened Supremium. Der ist allerdings ein bisschen komplizierter zu bauen. Das zeige ich nochmal in einem extra Video. Hier habt ihr einmal aufgelistet, was diese Öfen sozusagen können oder wie da die Prozentangaben halt ganz einfach sind in gewisser Art und Weise. Und es funktioniert ganz einfach wie ein ganz normaler Ofen, kann man im Grunde genommen schon mal so sagen. Das heißt, man packt seine Kohle rein oder sein Brennmaterial und das Ganze geht hier los. Man hat hier bei dem Inferium 100% Fuel Efficiency und man hat hier schon mal eine 20% Steigerung zur Geschwindigkeit, ganz einfach. Und das zieht sich dann durch die verschiedensten Tierstufen durch. Beim Supremium Furnace haben wir 800% Efficiency und 4000% Cooking Speed. Und das zeige ich euch einfach mal, wie das hier im Grunde genommen funktioniert. Das heißt, ihr seht hier, okay, hier wird einfach ganz, ganz schnell hier durchgebraten. Und ihr seht, okay, gut, wir kommen mit einem einzigen Kohlestück, kommen wir halt richtig, richtig, richtig weit. Wahrscheinlich sogar den ganzen Stack, gehe ich fast davon aus. Ja, knapp, ja, den ganzen Stack konnten wir mit einem einzigen Kohlestück verbraten. Und hier ist gleich das erste Kohlestück weg. Und wir sehen, okay, gut, wir haben jetzt hier gerade mal 8 Stück dann vielleicht oder 7 Stück. Das heißt, die Fuel Efficiency trifft an der Stelle halt auch zu. Und wenn wir uns halt natürlich nochmal den Awakened Supremium Furnace angucken, dann haben wir dort eine Fuel Efficiency von 2000%. Also nochmal doppelt so viel, wie das jetzt bei dem normalen Supremium Furnace der Fall ist. Auf jeden Fall durchaus eine Alternative, wenn ihr jetzt wenig Technik in euren Modpacks mit dabei habt. So viel zu den Furnaces. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss.